Meloni, ich habe mir überlegt, dass ich mir eine Holzpuppe schnitzen möchte. Eine wunderbare Marionette, die singen, tanzen und Luftsprünge machen kann. Ich wäre nicht immer so allein. Kauf dir lieber eine Und. Schreien. Bunte Schmetterlinge jagen mich mit anderen Kindern, schlagen Unfug, machen, tanzen und lachen, lauter wilde Kindersachen. Ohne Maß, das macht Spaß. Man kann nicht immer nur Ansprüche stellen und rumhäkeln. Oh, weißt du nicht, dass du ohne Schule ein dummer Esel bleiben wirst, über den sich alle lustig machen? Ich sage es dir jetzt zum letzten Mal, Peter. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Wieso, es hat vor uns damals nicht gegeben. Das tut mir mehr weh als dir. Eine lasterhafte herangewachsen. Dieser tu nicht gut ist ein Faulpelz, ein ausgemachter Nichtsnutz, ein Schwerenöter. Dieser Tagedieb ist ein unglückseliger Junge. Ich bin starkköpfig. Ich nehme alles krumm. Ich will immer meinen Kopf durchsetzen. Und nicht auf die hören, die mich eigentlich lieb haben und tausendmal klüger sind als ich. Aber jetzt nehme ich mir vor, mein Leben zu ändern und von nun an ein braver und gehorsamer Junge zu werden. Wie Gott will, rechnet uns der Wein. Morgen werde ich schreiben und übermorgen rechnen. Ich habe es satt, eine Holzpuppe zu sein. Ich möchte auch endlich ein Mensch werden. Brave Kinder sind gehorsam. Oh. Gehen in die Schule. Oh. Lügen nicht. Ach. Schämst du dich eigentlich gar nicht, alle Tage pünktlich zu sein? Ich schlummere nicht. Ich bin kein Nichtsnutz mehr. It's a hard not life for us. It's a hard not life. Klein, hölzern, bin ich Puppe, bin nicht Mensch. Was bin ich?